So, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play OMSI 2. Ja, ein wirklich ganz herzliches Willkommen zu diesem. Ja, es ist ja mehr so ein Angezockt von OMSI 2. Also ich werde jetzt nicht dahergehen und jetzt jeden Tag ein Video raushauen, aber ich möchte euch natürlich hier auch einen ersten Einblick nicht verwehren. Ich wurde also gefragt von Aerosoft, ob ich nicht will, und habe ich gesagt, ja, warum denn eigentlich nicht? So, wie ihr schon erkannt habt in diesem kurzen Übergang hier, stehen wir mit dem NG272 oder auch entsprechend für Berliner GN92 auf der Map Berlin-Spandau. Allerdings im Jahr 1991. Das hat den Grund, dass dieser GN92 logischerweise von 1992 ist. Allerdings wollte ich nicht in den Fahrplanwechsel reingeraten, weswegen ich hier auf 1991 ausgewichen bin mit zwei zugekniffenen Augen. Ja, wir befinden uns. Danke. Wir befinden uns an der Nervenklinik, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt keine Fehler machen. Jetzt keine Fehler machen! Und wollen jetzt fahren in ungefähr 5 Minuten, wenn mich nicht alles natzt, Richtung U-Bahnhof Ruhleben mit eben diesem NG272 mit der Nummer 2520. So, ich habe natürlich. Wie könnte es anders sein? Ausnahmsweise war mein Lenkrad wieder entstaubt. Das war ja auch irgendwie nötig. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? So, erstmal gerade gucken, was sagt die Uhr? Ja, 5 Minuten haben wir noch. Den Unfall, ja, würde ich jetzt eigentlich schon melden müssen, aber auf der anderen Seite, naja. So, Kodian, Linie 5. Das ist ja hier noch bekannt aus dem D92 bereits, das IBIS. Zur Nervenklinik ist nicht korrekt. Nach Ruhleben, genau. Völlig richtig. U-Bahnhof Ruhleben, hier sieht man auch schon die neue Matrix. Wenn die umschildert, sieht das übrigens so aus. Es geht relativ flott. Es hat irgendwie, ja, Turbopillen gefressen, das Ding. Allerdings habe ich mir sagen lassen, ist das bei dieser Matrix hier sogar Realität. Ich kenne das nur von zu Hause, das dauert um einiges länger. Aber gut, man sollte sich nicht beklagen. So, Gang rein und dann denke ich mal, werden wir mal, ja, losdüsen ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ja nicht ganz so weit. Hier können wir dann auch, da ist die Tante gerade schon vorgelaufen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Es ist übrigens, wollte ich jetzt nicht das gleiche machen wie jetzt hier die anderen, die schon OMSI 2 spielen. Die sind euch ja auch bestimmt nicht entgangen. Deswegen habe ich mal ein relativ frühes Datum gewählt. Das ist Februar, der 5.2. um genau zu sein, und dann auch relativ früh am Morgen, nämlich 7:47 Uhr. Da ist noch relativ viel Platz. So, was wir hier schon gesehen haben, ist hier diese Knickschutzüberbrückung auf der linken Seite und auch ein Taster, der allerdings noch keine Funktion hat, wie es aussieht, oder ich weiß sie noch nicht. Hier sehen wir das Armaturenbrett. Das ist ja an sich angelehnt an den D92, allerdings nicht vollständig gleich. Wir können hier das Licht einmal einschalten im Innenraum. Ihr wollt bestimmt das Gelenk sehen, aber das zeige ich euch doch nicht. Ja, das ist der Motor, den wir hier hören. Ich dachte gerade erst, da wäre irgendwo ein Trabi hier uns noch zugekommen. Seit der Gamescom hat sich das hier ein bisschen verändert, könnte man meinen. Und das ist tatsächlich auch so. Also es sind hier sämtliche Haltestangen in den Bus gewandert und auch der Rest ist an sich fertig, mitsamt auch dieser Dachluken hier. Ja, so ist das. Ja. Man kann die übrigens nur von innen öffnen, an diesem Griff hier. Nicht von außen, wie man meinen könnte. Also wenn ich hier klicke, passiert nichts. Dann müssten wir mal schauen, ob diese Rampe hier funktioniert. Irgendwas muss da nämlich noch gemacht werden, das weiß ich allerdings nicht. Wobei, ja, Kneeling funktioniert jedenfalls. Es kann sein, dass diese Rampe vom Kneeling abhängig ist. Schauen wir mal jetzt. Nö, also die spricht noch nicht mit uns. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wie diese Rampe zu bedienen ist. Allerdings gibt es da auch noch nicht wirklich eine Dokumentation zu. Ach doch! So, da kommt sie ausgefahren. Dann habe ich mir sagen lassen, muss man die Taste loslassen. Das hat Marcel auf der Gamescom erklärt. Und dann nochmal drücken und dann Tatsache, da fährt sie runter. Ist jetzt nur ein Stückchen, aber besser als nichts, ne? Und dann zum Reinfahren gilt entsprechend das Gleiche. Tatsache. Und blöpp, weg ist sie. Sehr schön gemacht, das finde ich ja cool. An der zweiten Tür gibt es ja auch so etwas. Hier außen sind noch Türtaster. Um diese Tür aufzudrücken, den dürfte es an der dritten Tür entsprechend auch geben. Tatsächlich, da ist er. Haben wir denn hier dann auch eine Steuereinheit, um denn dieser Tür auch böse Sachen zu machen?
Das dürfte nur der Kinderwagenknopf sein. Um jetzt an dieser Tür hier die Rampe auszufahren, sehe ich allerdings noch keine Möglichkeit. Kann man das eventuell mit diesem klugen Schalter hier? So natürlich. Nee, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, denn wir müssen jetzt gleich losfahren. Erstmal Kneeling bitte wieder hoch. Die Firma dankt. Und dann müssten wir mal gerade die Tür aufmachen, denn wir haben ja auf den Kinderwagen-Taster gedrückt. Und es wäre jetzt irgendwie reichlich blöd, hier die ganze Zeit mit dem Kinderwagen-Symbol durch die Gegend zu fahren. Das muss ja nicht sein. So, hier Heizungssteuerung. Ist ja nicht sonderlich warm draußen, gerade mal 15 Grad. Da sollten wir eventuell mal das Dings hier einschalten. So, einmal kurz überlegen, wie das jetzt ging. Auf jeden Fall sollten wir vielleicht mal eine Heizungsstufe anwählen. So, machen wir mal 4 Stufen, denke ich mal. Auf 2. Und Umluft. So. Smog. Ist für China. Ist der China-Modus. Wenn es in China wieder Smog ist, direkt mal hier drücken. Smog, dann wird er abgezogen. Ja, das ist übrigens maximal. Aber das brauchen wir ja gerade nicht. Scheibenheizung können wir uns an sich auch sparen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ich denke mal, das sind zwar jetzt nicht sonderlich viele Leute, aber das macht ja nichts. Es werden bestimmt noch mehr auf der Fahrt. Starten wir mal durch. Halbwegs passend. Das ist ärgerlich mit dem Unfall, aber da kann man nichts machen. So, dann hinfort. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir hier fahren dürfen. Wahrscheinlich nicht sonderlich schnell. Ich nehme an, mal an 40, wenn man 30 fahren darf, geht in Ordnung. So. Nächste Haltestelle. Ich wundere mich gerade, weil die Q-Taste nicht funktioniert. Sonst konnte man doch damit immer durchschalten. Da kümmere ich mich gleich drum. Da muss ich einfach mal die entsprechende Taste auf dem Ibis finden. Ah ja, Griesinger Straße ist die nächste Haltestelle. Zum Waldkrankenhaus. Weil, ihr müsst wissen, hier links, also zu unserer Linken, ist jetzt das Waldkrankenhaus. Könnten wir eigentlich mal gerade langfahren, wenn wir nicht auf Linie wären. Deswegen machen wir vielleicht einfach mal ein anderes. Ist vielleicht einfacher. Und passt dann vor allen Dingen auch thematisch besser. Aber es gibt ja auch durchaus Kurse der 5, die nur bis zum Waldkrankenhaus fahren oder vielmehr anstelle der Nervenklinik zum Waldkrankenhaus fahren. Das ruckelt hier gerade ein wenig, das tut mir natürlich leid. Ja, das war auf jeden Fall eine Punktlandung, also so würde jeder Gelenkbusfahrer fahren. Ich glaube, ich stehe gar nicht nah genug dran. Muss man noch ein Stück nachkorrigieren hier. Oder die Leute, wo... Ah ja, jetzt. So ist besser. Okay, das ist nämlich auch neu, dass die Leute erst auf den Bus zurennen, wenn er quasi nah genug an der Haltestelle dran steht. Das kann man jetzt gut finden. Ich finde es nämlich gut, weil man hatte ganz akut einfach das Problem, dass... zum Beispiel an der Sandstraße, ihr erinnert euch bestimmt, wenn man da mit der 13N gefahren ist zum U-Bahnhof Rathaus Spandau, an der Ampel stand zum Linksabbiegen, da kamen die Leute von der Nachbarhaltestelle über die gesamte Straße rübergelaufen zum Bus. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ich weiß nicht, in der Realität wäre es vielleicht ein Idiot in 20 Jahren, der es mal machen würde, aber sonst. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Dann ist es nämlich auch so, dass man nicht einfach, wie ich das ja öfters mal getan habe in meinen Videos, ja, der eine oder andere wird es gesehen haben. So. Achso. Entschuldigung. Glühwürmchen im Weg. Ich muss noch ein bisschen näher ran. So. Es ist gar nicht so einfach, mit einem Gelenkbus zu fahren. Deswegen stelle ich mich auch noch ein bisschen dämlich an. Man ist ja bisher nur diese Solo-Busse gewöhnt. Da muss man ja nicht drauf achten, mit dem Nachläufer nicht irgendwelche Autos abzunähen. Von daher bin ich da Einfacheres gewohnt. Ja, was sich natürlich irgendwie mehr oder minder von selbst versteht, ist einfach die Sache, dass es hier um eine Beta-Version handelt. Das heißt also, wenn euch jetzt hier leere Flächen oder also vielmehr unbebaute Flächen oder noch kleine Bugs auffallen, ist natürlich nicht ausgeschlossen in der Beta-Version, dass sowas noch existiert. Sonst würde es ja nicht Beta heißen, ne? Das kommt irgendwo nahe. Falkenseer, Chaussee. Schausse, ne? Das ist ja, das kommt ja auf die Betonung an. Das heißt ja nicht Chaussee, das heißt ja Schausse. Weil wir sind ja in Deutschland, ne? Das wissen wir alle. So, da rennen sie schon wieder. Da müssen wir aufpassen, dass wir einen Punkt hinlegen. Der lässt sich gar nicht mal so einfach bremsen. So, dabei habe ich das Lenkrad genauso eingestellt wie auch schon in OMSI 1. Hallo. Dennoch, es ist eine Herausforderung, dieser Bus in vielerlei Hinsicht, zumal man jetzt auch eigentlich hätte weiter durchfahren müssen, um ja nicht die gesamte Kreuzung zu verstopfen. Aber gut.
So, nächste Haltestelle ist der Hochhausweg. Ja, ich weiß nicht, woher dieser Weg seinen Namen hat. Wahrscheinlich von den Einfamilienhäusern da auf der rechten Seite. Die mit 30 langen Gurken machen natürlich auch Spaß. Denn man kann auch diese Geschwindigkeit sehr schwer nur einschätzen bei diesem Gelenk. Wenn man von außen guckt. Also ich würde jetzt spontan sagen, das sind vielleicht 20 km/h, aber in Realität fahren wir 30. Ja, ja. Alter, alles nicht so einfach. Ja, muss man natürlich auch sehen. Erstaunlicherweise sind wir zu früh und das obwohl ich fahre wie eine Oma. Aber gut. Schon wieder zu schnell. Das geht nicht. Bremst ziemlich stark, finde ich. Aber das liegt vielleicht auch an meinen Einstellungen. Das kann ich euch nicht sagen. So, keiner, der einsteigen will? Frevelhaft. Frevelhaft. Übrigens nicht wundern, wir fahren genau zum Zeitpunkt, wo die DDR-Kennzeichen schon abgeschafft waren. Das heißt also, solltet ihr jetzt mal ein Trabi sehen, mit ohne DDR-Kennzeichen. Das ist automatisch eine Pracht. Spechtefeld Schulzentrum. Dann hat das nichts damit zu tun, dass es ein Bug ist, sondern das ist natürlich gewollt und auch in dieser Funktion vollkommen berücksichtigt. Achso, das ist gar kein Haltestellenschild, das ist ein Button. Und wie wir gerade auch unschwer erkennen konnten, findet hier auch der O305 etwas mehr Anwendung als im vorherigen Spandau-Teil, nämlich eigentlich so 100% mehr. Weil man da ja fairerweise auch sagen muss, dass der O305 ja auch wesentlich später erschienen ist und nicht passend zum Release von OMSI 1. Paul Gerhardring. So, wollt ihr zu mir oder was rennt ihr hier rum? Ah ja, Tatsache. Ich bilde mir ein, hier Kinder zu hören. Oder zumindest Geplapper, sehr schön. Das könnte vom nahen Schulzentrum stammen. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Ich könnte mir auch mal das Sound hören wollen. Ja, also ich denke, da ist das Lenkrad noch nicht, vielmehr das Pedal, die Pedale hier noch Hallo. Nicht sonderlich gut eingestellt. Die Bremsleistung ist deutlich zu stark. Bin mir aber sicher, dass das nicht am Bus liegt, weil solch ein Fauxpas würde natürlich in und eher niemals passieren. Wenn ich mir alleine ansehe, dass hier sogar auf die DDR-Kennzeichen Rücksicht genommen wurde. Wenn man sich jetzt mal so einen 0815-Simulator vorstellt, weiß nicht. Also ich glaube kaum, dass das da berücksichtigt worden wäre. Und hier achtet man ja echt auf alles. Das ist ja wirklich bemerkenswert. Schwechtefeld. Das war gerade. Wasserwerkstraße. Jetzt habe ich sie überquetscht. Ich habe nämlich gerade, wo ich die Ansage weiterschalten wollte, aus Versehen das Bremspedal getroffen. Das war natürlich klug. Ist klug das richtige Wort? Man weiß es nicht. Ja. Übrigens, hier auf dem Fahrscheindrucker steht immer die Haltestelle, wo man zuletzt gehalten hat. Und auch neu, wenn man die Fahrertür öffnet, bewegt er sich mit. Wie in echt. So, die Nothähne funktionieren auch. Das müssen wir gleich mal testen. Wenn wir irgendwo angekommen sind oder ein bisschen überschüssige Zeit absitzen müssten, dann können wir das auf jeden Fall mal machen. So, jetzt um die Kurve. Ich habe immer, Hubraler, immer ein bisschen Sorge, dass ich mit dem Nachläufer irgendwas abmelde. Und deswegen schwenke ich wahrscheinlich noch viel zu sehr aus. Aber besser so, als nachher wieder einen Crash haben, ne? Wundert mich ein bisschen, dass keiner aussteigen will, ehrlich gesagt. Oh je, jetzt ein Ticket verkaufen. Tageskarte. So. Hallo. Eine Frage. So, dann machen wir mal gerade die Kurzfassung.
Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch ey, Geld. Ruhig. Keine Fahrkarte. Guten Morgen. War ich etwas zu schnell? Denn es gibt jetzt eine neue Tastaturkombination, um das Restgeld einzusammeln, was sich hier auf dem Druckerblock befindet. Vielmehr auf der Kasse. Und wenn man die zu schnell benutzt, also gleich nachdem man quasi das Ticket gegeben hat, das Wechselgeld gegeben hat, aber der Fahrgast es noch nicht aufgenommen hat, das passiert ab und an mal, wenn man wirklich zu unruhige Finger hat, so wie ich in diesem Fall. Mülheimer Straße. Dann gibt es natürlich Beschwerde. Ne? Eins auf den Finger. So, ist dieser berühmt-berüchtigte Bahnübergang, auf dem ich irgendwie fast nie einen Zug sehe. Man müsste sich vielleicht einfach mal die Zeiten aufschreiben, wo hier mal was fährt. Dann sieht man auch mal was. Aber gut, das kann man machen. Ja, wie man jetzt hier sieht auf dem Drucker, ich habe nicht gelogen, ausnahmsweise mal nicht. wurde die jetzt gehaltene Haltestelle übernommen. Siegener Straße. Jawohl. So, was sagt denn eigentlich der Fahrplan? Muss man gerade schauen. Spektrofeld. Okay, ich habe nur mal geschaut, dass ich nicht irgendwie die falsche Route fahre. Weil ich habe mir die mal angesehen, jetzt allerdings Stand 89, nicht, dass sich da irgendwas geändert hat oder so. Das wäre ja extrem peinlich. Ja. Also solch einen Fehler lasse ich mir dann in so einem wichtigen Let's Play, das ist ja deutlich was anderes als dieses normale Unsiegefahre, den möchte ich mir da jetzt nicht wirklich erlauben. Deswegen Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ein bisschen sehr darauf achte, was ich tue. Ich bin ja eigentlich sonst auch nicht so vorsichtig unterwegs, aber man will halt auch nicht jetzt hier so aus dem Rahmen fallen, ne? So. Übrigens war hier gerade schön zu sehen, die Schutzschaltung. Hoppala, na, so sieht man natürlich nichts. Die Schutzschaltung von dem Türflügel hier, denn wenn man nämlich beide gleichzeitig zudrückt, müsst ihr mal drauf achten. Flump, geht ja nämlich zum Teil wieder auf. Sehr schön gemacht. Details, auf die... Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Vor allem, das sieht man meistens auch eher so zufällig, weil man sich ja eigentlich kaum vorstellt, dass sowas umgesetzt wird. Zumal, selbst wenn man sich das vorstellen könnte, weiß man ja noch lange nicht, dass es das gibt. Also das war jetzt ein bisschen sinnlos, aber ich meinte halt, dass man zum Teil ja gar nicht weiß, dass es so etwas gibt. Das finde ich bemerkenswert. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Oh, ein Haltewunsch. Das ist natürlich unglaublich. So, jetzt müsste ich hier, glaube ich, rechts, ne? Zeppelinstraße. Ist die Ansage richtig? Ich muss eigentlich mal gucken. Ich meine aber schon. Was fällt dir ein, ne? Was soll das? Ja, da die jetzt ja alle schon gelaufen kommen, können wir eigentlich auch mal halten. So. Gucken wir mal. Also man sieht hier auch immer ganz schön, wie die übers Gelenk latschen. So, muss man gerade von hier aus ein Fernticket geben. So, genau. Das ist also eigentlich relativ nahtlos. Und tschüss. Relativ nahtlos passiert das hier. Also der eine oder andere zuckt mal ein bisschen, aber sonst kann man sich da eigentlich überhaupt nicht beklagen. Man merkt überhaupt gar nicht, dass dort ein solcher Übergang besteht. So, jetzt schnell noch bei Gelb drüber huschen. Und hoffen, keine Fußgänger abzumähen. Pass auf, du. Keine Fußgänger abzumähen oder keine linksabbiegenden Autos. Merziger Straße. Ja, also ganz offensichtlich gibt es noch nicht alle Haltestellenansagen für die aktuelle Strecke. Deswegen, ich sagte bereits, es handelt sich hier ja ganz offensichtlich um eine Beta-Version, wie man wohl unschwerst erkennen kann. So. Guck mal, was sie alle wieder für einen Stress in den Backen haben. Da müssen sie hier schon wieder vorbeifahren. Das ist ja... So, kommen sie rein, können sie rausgucken. Kein Ticket. Ziemlich. Man hört auch sehr schön das Gelenkquietschen. Ich muss mal versuchen, von hier aus zu fahren. Ich fürchte, das geht in die Hose. Man hat ja an sich das Gelenk auch gar nicht gesehen. Also es bewegt sich wirklich während der Fahrt sehr schön. Also man
man könnte fast meinen, dass es komplett real ist. Also wenn ich da so an andere Programme denke, die dann ein Gelenk mal simuliert haben. Hoppala, das war einmal zu viel. Trotzdem sind wir jetzt erst am Speckbeweg. Muss ich gleich darauf achten, nicht doppelt weiterzuschalten. Wo war ich? Dann sieht das schon bemerkenswert aus.